Komm schon, Mann, die Revolution wartet nicht. Moin Moin und hallo und willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir steigen jetzt ab in die Katakomben zu Pavel. Der wird schon ganz ungeduldig. Überall Spinnweben. Oh, verdammte Sch... Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Ach, sag doch sowas nicht. Ich hoffe, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom! Keine Hektik! Sei hier vorsichtig! Sieht frei aus! Lass uns gehen! Kacke, kacke, kacke! Ein Schlag! Shit! Das ist hoch! Den können wir definitiv nicht hochklettern! Okay! Hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert! Ach, ja, natürlich! Ach, du willst drücken? Pff. Ja! Generator läuft! Na denn? Rein in die gute Stube? Frei! Ja. Monsieur, machen wir eine Fahrt mit diesem Baby, ha? Also, was ist jetzt? Oh Gott. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei. Was zu? Warum hat er angehalten? Wahrscheinlich. Weil es ein verschissener, kaputter Aufzug ist. Ein bisschen wie der bei mir in der Uni. Damals. Scheiße. Komm schon. Pavel, mir gefällt das nicht. Wir haben uns gehört. Ja, wenn du die ganze Zeit laberst, ist das kein Wunder. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Scheiße, das sieht echt viel. Oh shit. Oh, gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Ruhig doch. Rutzelt, ihr. Nice, Viecher. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Ich weiß. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten die Dinger schon im ersten Teil. Blödes Mistvieh! Artyom! Licht! Brate es, Gottverdammt! Nimm das, du Miststück! Puh! Ew. Danke, Kumpel. Eine für alle, was? Sehr haarig aus. Ach ja, machst du die Tür auf, oder wie ist das? Ja, war ja klar. Ich darf nicht. Hier. Ich darf aber auch gar nichts in diesem Spiel. Die Brücke. Ich habe davon gehört. Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein. Wie, ihr schlüpft da jetzt raus. Bin da äußerst misstrauisch hier. Das ist hoch. Quatsch, gar nix. Alles klar, Jom, spring! Hüpf! Los geht's! Nein. Aber Patronen nehme ich immer gerne. Mist! Die schon wieder! Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen! Rutzelt, ihr Kackviecher! Au! Ich kann gerade nicht, weißt du? Ja, ich versuche dir ja zu helfen. Aber wir ignorieren einfach das Viech, was da gerade war. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Ist das jetzt... Okay. Ist despawned. Alles gut. Pff. Ah ja, doch, das geht noch. Ja. Was?
Mach's mir nach. Was? Klar doch. Whee! Ja, ich wollte eigentlich gerade noch mal meine Lampe aufladen. Wurzel! Ja. In den Wagen! Du, die Kratzspuren kommen aber nicht von den Dingern, ne? Das ist dir bewusst. Hier, ich heb dich hoch. Will ich wirklich vorgehen? Scheiße. Oh. Ew. Dann gehen wir oben drüber. Nicht wahr? Hinter dir. Oh Gott, hinter mir. Schneller, schneller, schneller. Bewegung. Ja, 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 ja. Hier. Herr, zieh dich. Was hier? Achso. Bereit? Nee. Los geht's. Oh, Scheiße. Autsch. Tandemsprung von dem Wagen. Alles klar, Artyom. Komm schon. Los geht's. Hier, da. Los. Oh Gott. Ich würde ja gern laufen, aber ich bin so ein bisschen langsam. Wie gefällt euch das jetzt, Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Ist übertrieben, ey. Er hat doch gar nichts gemacht. Er hat doch gar nichts gemacht. Oh. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. Ach so, ja gut. In Ordnung. Es werde Licht. Dann mach du Fackel, ich mach... In Ordnung. Lass uns gehen. Ich mach Backup. Schön. Wie irgendwie Licht machen? Vielleicht? Scheiße! Artyom, bleib dir bei mir! Ja. Ich höre was. Du guckst ja nach vorne, ne, Pavel? Ich guck nach hinten. Verpiss dich, du Missgeburt. Ich froh, dass ich das gerade nicht gesehen habe. Ja. Oh, das ist ziemlich... Oh, shit. Gute Reaktion beim Schießen. Hey, das ist ein Kackviecher hier. Mann, 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 Mann. Gleich geht bestimmt deine Fackel aus, weil das ja immer so ist in diesen Spielen. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Ja, ja. Bestimmt nach hier. Ah. Das lesen wir später. Wenn es nicht so gruselig ist hier. Meine, wir sind viele gestorben. Schnauze, du Kackviech. Wusch, einmal Licht. Na, wie gefällt dir das? Kleine Scheißer. Das war aber jetzt irgendwie nicht das, was ich haben wollte hier, ne? Oh! Oh. Hat er sich wieder erholt? Kleine Pisser. Das klingt nicht gut, das klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen gleich ganz viele.
Eventuell. Das nehme ich nochmal mit. Medipack habe ich nicht gebraucht. Abkürzung? Abkürzung. Warum brennt das hier plötzlich? Was hast du getan? Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Erst. Oh. First. So. Mir nach. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der... Nein, nicht die Oberfläche. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Warum müssen wir denn schon wieder an die Oberfläche? Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, ein Schlüssel. Hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Wo ist der Safe dazu? Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Oh, der ist aber ziemlich kaputt da, deine Maske. Ah, ich hatte wahrscheinlich gar keine mehr, oder? Oh, toll. Hey, Freund. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Ja, ist schon, recht praktisch. So. Weißt An du, sich. Ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Ha. Du hast Safe schon eine Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Oh Junge, ich weiß ganz genau, was vor uns liegt, du. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Sonne. Git. Oh, das ist beeindruckend. Ja, aber nicht an den auf den Kreml gucken, weil das ich nicht gut. Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Ach, das Eis toll. Dort hier oben, das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Da ist eine... Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Ups. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Oh, wieder diese komischen Flugdinger. Meine Güte. Regen. Regen. Aktion, wann hast du das letzte Mal Regen? Wo ist er hin? Da ist er hin. Ja, Regen ist hier nicht unbedingt geil. Das, hätte man sich denken können. Das ist die Kreuzung. Schnell dahin. Du Idiot. Im Freien würden wir das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort. Schon auf Filter, Nation. Wenn du deine Maske baust, dann schnell. Diese arme Kerl fahrt zur Hölle. Ich glaub, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an seinen Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich... Ja, zweifeln. Lass uns ich hab da einen Schatten gesehen. Das ist ja fies gemacht. Ja. Sieh mal in den Wartungsraum. Gib dir gleich mal 7 Mal in den Wartungsraum, ey. Guck doch selber nach. Hallo? Ich soll hier mal reingucken. Oh. Nee, die wollte ich nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt. Shit!
Sieh mal in den Wartungsraum. So, hat er jetzt dafür meine andere Waffe weggeschmissen? Ja, das könnt ihr... das könnt ihr ja mal vergessen. Das könnt ihr ja mal sowas von vergessen. Doch irgendwie... Nö. Was sollte ich jetzt hier sonst noch gucken? Ich bin ja gerade ein bisschen überrascht worden. Das geht nicht auf, es geht auch nicht auf. Bist du okay, Kumpel? Nein. Du bist ja voller Blut. Ja, ach nee. Penner. Artyom, stopp! Runter, sofort! Oh, der ist doch nicht... Telepath! Meine Güte, ein riesiges Rudel! Der Sturm Transmona! Fuck. Sehen werden wir in Stücke gerissen. Ja. Oh, das ist nicht noch Ärger. Ah. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Ja, ja, ja. Schnell! Ich komm da schon. Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu... Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Ich bin dir immer einen Schritt voraus, Pavel. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Warum? Okay, lass uns gehen. Oh, oh. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub... Ah, ist Mallorca. Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer oder in einem Flug. Ja, hat nicht sein sollen. Ich fühle mich... Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Ja, ich auch. Ist nicht so Kumpel, geil. Siehst du auch diese Scheiße? Jupp. Artyom, was ist das? Gar nichts. Einfach ignorieren, Pavel. Einfach ignorieren. Meine Güte, sieh nur. Oh, Scheiße. Was ist passiert? Scheiße. Wir verlieren Schub. Und die Motoren sind tot. Tomo de Novo. Flug 767x54. Das war das Blitz. Tomo de Novo, Tau. Mayday. Scheiße, der Tau ist weg. Torga, wir gehen runter. Tempo. Ich nehme die Instrumente sind ausgefallen. Ich bekomme keine Anzeige. Oh, setz doch deine blöde Maske wieder auf. Artyom, ach Mist. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Vermutlich. Oh. Wie die anderen hier. Wie diese hier. Unschön. Alles unschön in diesem Flugzeug. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Scheiße, ein Dämon! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Ach nö, wirklich. Scheiße nicht. Au. Verdammte Dämonen. Mann, du schuldest mir was. Ja.
Gar nicht. Du hast mir auch was geschuldet, also von daher. Da wollte ich doch eigentlich die. Oh, geht gar nicht weiter. Ah! Babel! Lauf, 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 lauf! Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Telepathen! Das ist auch irgendwie ein Euphemismus. Deren Ernst oder was? Können wir nicht einfach weiterlaufen, Pavel? Scheinbar nicht. Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Ja, mir nach. Oh, schneller, schneller. Irgendeine Batterie ist bald alle. Ich wusste nicht, dass es Batterien gibt. Das klingt. Oh, Scheiße, das klingt nach was ganz Großem. Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Ja, ich laufe ja schon. Scheiße! Es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geht zur Rolltreppe! Welche Rolltreppe? Beeilung! Schnell! Ah! Route! Die sind immer noch hinter uns her! Geskriptet? Muss das so sein? Ja, okay, gut. Oh, da holen die erstmal den Flammenwerfer raus. Ja, warum nicht? Ein Kinderspiel, was? Ach, total! Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Das klingt doch gut. Und damit beenden wir jetzt endlich die Folge und ich hoffe, man kann den verdammten Laubbläser, der irgendwie jetzt vor einer halben Stunde angefangen hat, seiner Arbeit nachzugehen, nicht in der Aufnahme hören, aber das sehe ich dann im Nachhinein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's erstmal von mir. Bis dahin, moin moin und macht's gut.